Mehr als einen Hund zu haben, kann ungemein erfüllend sein, ist aber bei weitem nicht für jedermann das Richtige. Teilst du dein Zuhause mit einem Einzelhund, ist es wichtig zu wissen, dass es Dinge gibt, die du niemals tun solltest. Welche das sind, erfährst du im folgenden Video. Einsamkeit. Hunde sind Rudeltiere und daher sind sie perfekt dafür geeignet, mit anderen Artgenossen zusammenzuleben. Aus diesem Grund ist es essentiell darauf zu achten, dass ein Vierbeiner als Einzelhund nicht vereinsamt. Man sollte sicherstellen, dass man selbst genug Zeit mit seiner Schnüffelschnute verbringt und dass er genügend Gesellschaft und Kontakt mit anderen Fellnasen bekommt. Natürlich vorausgesetzt, dass er diese Date-Time auch genießen kann. Ist der Hund eher ein Einzelgänger, muss man das auch akzeptieren und er sollte nicht zwangsbeglückt werden. Trennungsangst. Gerade Einzelhunde neigen dazu, häufiger unter Trennungsangst zu leiden. Der Grund dafür ist, dass sie logischerweise stärker auf ihren Menschen fixiert sind. Deshalb ist es ungemein wichtig, dass das Alleinebleiben kleinschrittig trainiert wird. Am besten geschieht das, indem positive Assoziationen mit der Abwesenheit des Halters geschaffen werden. So lässt sich die Entwicklung von Trennungsangst am besten verhindern oder behandeln. Mentale Stimulation. Es ist generell wichtig, Hunden mentale Stimulation zu bieten. Einzelhunde können sich schnell langweilen, insbesondere wenn sie auch mal alleine zu Hause bleiben. Als Halter sollte man daher geistige Beschäftigung in den Alltag des Hundes einbauen. Suchspiele, Spielzeuge und Hundesportarten wie Mantrailing können für einen zufriedenen Vierbeiner sorgen, der nicht gelangweilt, sondern ausgeglichen und glücklich ist. Viertens, Hundekontakt. Für Hunde, die gerne Kontakte zu anderen Hunden haben, ist es wichtig, dass sie regelmäßig die Möglichkeit bekommen, Artgenossen zu treffen. Die Interaktion mit anderen Fellnasen lastet einen Hund aus und macht ihn glücklich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ihm das zu bieten, zum Beispiel indem man Spieletreffen organisiert, mit anderen Hund-Mensch-Teams Gassi geht oder kontrollierte Hundespielgruppen besucht. Fünftens, individuelle Bedürfnisse. Egal ob Einzelhunde oder Mehrhundehalter, die individuellen Bedürfnisse des eigenen Vierbeiners sollten immer beachtet werden. Es ist wichtig, dass man seinen Hund gut kennt und weiß, was ihm Freude bereitet. Diese tiefgreifenden Kenntnisse ebnen den Weg zu einem erfüllten Leben für den Hund, auch wenn er alleine gehalten wird. Überforderung. Hat man nur einen Hund, ist man die Hauptquelle für soziale Interaktion, geistige und mentale Stimulation sowie seine Bezugsperson in allen Lebenslagen. Deswegen ist es sehr wichtig, immer auf die Balance zu achten. Denn schnell kann man den Hund überfordern, indem man zu lange mit ihm spazieren geht oder zu viele Trainingstermine für ihn ausmacht. Nur weil er alleine ist, heißt das nicht, dass er 24 Stunden am Tag bespaßt werden möchte. Ruhezeiten sind mindestens genauso wichtig wie der Rest. Siebtens, Einzeltraining. Ein Vorteil, wenn man nur einen Hund hat, ist, dass man sich zu 100% auf ihn konzentrieren kann. Das bedeutet, dass der Halter eine extrem starke Bindung zu ihm aufbauen kann und intensive Einzeltrainings oder auch Ausbildungen möglich sind. Solche Aktivitäten etablieren nicht nur eine enge Beziehung, sondern fördern und fordern die Stärken des Hundes ganz individuell. Achtens, Ernährung. Im Gegensatz zur Mehrhundehaltung kostet ein einzelner Hund weniger Zeit und Geld. Das kann man sich zunutze machen, indem man mehr Zeit in die Ernährung der Fellnase investiert, sie optimiert und anpasst. Egal, ob es sich um noch hochwertigeres Nassfutter, Barf oder selbst gekochte Speisen handelt, die Gesundheit des Hundes wird es seinem Halter danken. Gemeinsame Aktivitäten. Mit nur einem Hund ist es oftmals leichter, viele gemeinsame Aktivitäten zu unternehmen und zusammen zu verreisen. Der planerische und organisatorische Aufwand ist geringer und auch finanziell gesehen gestaltet es sich einfacher. Als Hundefan kann man so die Zeit richtig auskosten, etwas erleben, neue Erfahrungen zusammensammeln und die gemeinsamen Ausflüge so richtig genießen. Wenn du jetzt noch wissen willst, ob dein Hund an Trennungsangst leidet, dann klick auf das Bild links, um dir unser Video zu diesem Thema anzusehen. Oder interessierst du dich dafür, wie du Giardien bei deinem Hund erkennst, dann klick auf das Bild rechts und sieh dir gleich unser Video dazu an.